Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Chronicles, die dunkle Bruderschaft. Heute wollen wir eine Kolonie stürmen. Nicht die, die ist langweilig. Die meine ich. Ja. Das ist, eine ganz spezielle. So, dann stellen wir unser Team zusammen. Wir brauchen ein paar Ultimate-Töter. So. Sektor Charyb, Kapitel 9. Sieht schön aus. Ja, aber die Schönheit trügt. Denn hier befindet sich ein... Denn hier geht was ziemlich Krasses ab. Hier sind wir, Sektor Charyb. Das ist die Voxai-Kolonie Beta. Um ehrlich zu sein, hatte ich nie viel mit den Voxai zu tun. Lord X hat uns befohlen, uns von ihnen fernzuhalten. Was ist mit Alpha geworden? Aus Alpha geworden? Keine Ahnung. Du hast Angst, dass sie eure Gedanken kontrollieren könnten? Genau deswegen. Das hohe Gemüt der Voxai erhält den Frieden, indem es die Gedanken eines Volkes kontrolliert und beeinflusst. Die Nocturns-Patrouillen wurden von allen Seiten beobachtet. Viele meiner Genossen waren unter der Kontrolle des hohen Gemüts. Wir sahen sie niemals mehr wieder. Das erinnert mich an Hypno. Ich auch. Ah. Ich denke, wir können uns auf den Schutz der Chaosmütze verlassen. Verlassen wir aber das Schiff, sind wir unter Umständen verwundbar. Hey, das letzte Mal, als wir sie zu angegriffen haben, hatten wir gerade das Schiff verlassen. Wie ich sehe, sind wir ihnen bereits einen Schritt voraus. Wir haben keine Wahl, um es X aufzunehmen, brauchen wir die Chaos Emeralds. Und zwei davon befanden sich hier in diesem Sektor. Meine Gedanken sind stark, ich fürchte mich nicht. Ich weiß nicht. Will es mal bezweifeln. Bitte, mein Freund, viele starken Angehörige des Nocturns wankten ob der Macht zu Ungemüß. Ich möchte nicht, dass auch du im Anheim fällst. Wird schon gehen. Los, Leute, im Sektor Chorro befinden sich zwei Chaosmünzen und die müssen wir finden. Um dir näher als eine Rampe zu gehen, vielleicht können wir dort loslegen. Und du solltest auch dein Spiel speichern, Sonic. Du hast Glück, dass ich morgen dann morgigen Tag nach dieser Aufnahme Dragon Quest Heroes 2 bekomme, also bin ich da eher gehypt. Er ist viel zu gehypt dafür, als dir den Hals umdrehen zu wollen. Ja. Die sagen nix. Merkwürdige Aliens. Was? Es waren noch nie merkwürdig. Hey, willst du das Chao eigentlich tun? Weil die greifen uns ja nicht an. Seltsam, niemand will mit uns reden. Die werden vom hohen Gemüt gesteuert. Sie machen nur ihre Arbeit. Widerspruchslos. Das ist traurig. Aber wenigstens effizient. Sagen wir müssen dem ein Ende setzen. Mal sehen, was wir tun können. Vielleicht kommen wir an die Chaosmütze ran, ohne dass es Probleme gibt. Träum weiter. Da hast du vollkommen recht, ruhig. Wir müssen weiter so und jemand die Augen offen halten. Hier haben wir einen Händler. Aber der interessiert uns nicht mehr. Wir haben die Piraten ja bereits in die Wüste geschickt. Genau. Windring. Wasserring. Der Windring könnte uns vielleicht nützlich werden. Aber ich guck mal nach, was haben wir noch? Stachel. Und verstärkte Traulik. Ui, und das kostet ganz schön viel. Hohe Steigerung der Abwehr. Spiegelhandschuhe. Das könnten wir gebrauchen. Was kann ich mal kurz verticken? Wir haben leider nicht so viel Geld, das ist das Problem. Hast du gesagt, wir haben kein Geld? 121 haben wir nur. Och. Das reicht. Okay, für die Spiegelhandschuhe reicht es, aber für die Hydraulik reicht das ja nicht. Wir brauchen da noch 130 fast. Hast du vergessen? 129 jetzt aktuell. Hast du vergessen, dass, dass du übers Wochenende selber genug zu tun hast, bis wir das Finale aufnehmen? Also, wie viel Zeit habe ich da, um mir Sachen hier zu erfahren, zu verkaufen und jetzt hier... Mehr als genug Zeit.
Aber wer weiß, wann du wieder zum Händler zurückkommst, weil wir wollen die Kolonie jetzt heute noch erobern. Wir kommen doch immer noch hin. Auch wenn wir die finale Map betreten, dann ist es zu spät. Dann ist es einfach allemal zu spät. Nächstes Kapitel kommt, dann ist es eh zu spät. Und wir haben einen Gegner, den wir mal ausprobieren wollen. Unterworfener Voxai. Oh, also das ist doch ein Gegner. Ich dachte, der würde auch nur... Die Runden sind böse. Ignorieren. Lustig zu sehen ist, wie alle Gegner mehr KP haben müssen als wir. So. Und jetzt Atomtreffer. In your ass, bitch. Ja, vorher mal ein Axtkick in die Fresse. Ohne Probleme. Nein, nein, lass das schön sein. Bäm. Und aktivieren. Wow. 126. Scheiße, das ist nicht schlecht. Oh, oh. Komm. Das wird abgewehrt. Ja. Der Boss hier wird richtig böse. Zeig mal, wie Schaden reindrückt. 137, perfekt. Todes-Combo. Also, die... Kommt es mir so vor, oder ist es jetzt langsamer wieder? Kommt dir nicht nur so vor, es ist tatsächlich so. Oh nee, ich dachte, wir hätten alle Lagging-Probleme gelöst. Ich sag so, jedes Programm hat seinen eigenen Willen. Mal hat's einen tollen Tag, mal hat's einen Scheiß-Tag. Und scheinbar haben wir heute einen Scheiß-Tag erwischt von denen. Ja, und das bei deinem eigentlich ziemlich verstärkten Laptop. Ja. Der Rechner glüht noch nicht mal. Der ist doch gar... Ich glaube wirklich, dass das Moment da irgendwie falsch eingestellt werden, gestellt ist, weil ich weiß nicht, was das soll. Ne, der ist eigentlich, der ist richtig eingestellt. Der will nur heute, ne. Die Programme haben nicht auch, manchmal auch ihren eigenen Willen und wenn sie den durchsetzen, dann kommt so ein Müll raus. So. Ja, das ist leider wahr. Das ist eigentlich schade, weil wenn ich bedenke, dass solche Spiele wie Sonic Rush problemlos funktionieren bei dir. Denk dran, Spark funktioniert bei mir auch nicht 100%, da ja teilweise noch die Virtualisierung dahinter hängt. Na gut, da kann man verstehen. Ist das noch nicht gepatcht worden? Nee, Spark wurde noch nicht gepatcht. Naja, weil ich sag mal, ich habe keine Probleme, aber vielleicht liegt es auch nur an der richtigen Aufnahmeeinstellung. Nee, es liegt an der Registrierung von den Controllern. Kann es vielleicht sein, weil mein Controller der neueste ist, dass bei mir nicht so wirklich Probleme gibt, weil ich habe so eine Art Xbox One Controller. Ich habe auch einen, aber wahrscheinlich hat es irgendwas mit den registrierten Controllern zu tun. Und das passt dem System nicht. Frag mich, nee, warte mal, was ist das für einer? Kann er mit uns reden? Ja, Ted, ja, das interessiert mich nicht. Du willst auch nicht reden, du bist scheiße. Aber auch lustig zu sehen ist, dass die hier rosa sind, aber hier sind sie rot. Also in den... Die mussten ja Ressourcen sparen. So, hier ist irgendeiner, der eine Mission für uns hat. Du. Ich höre die Stimme nicht. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Fragen, Fragen, ja Fragen. Aber ihr seid ja nicht sie, ihr seid... Niedrige Gemüter. Ihr könnt mir helfen. Uns helfen. Bitte, ihr müsst uns helfen. Wie können wir euch denn helfen? Mein Name ist Krösus. Ich kann es nicht hören. Das hohe Gemüt. Ihre Stimmen geben mir Sinn. Meine Familie und ich, wir alle, haben unsere Stimme verloren. Was meinst du damit? Wir, mich hören Gedanken nicht als Rauschen. So als würden Signale des hohen Gemüts durch etwas gestört. Wir haben Nocturne-Speer in der Kolonie umherschleichen sehen, doch waren zu abgelenkt, als wir daran etwas Auffälliges gefunden hätten. Wir sind keine niedrigen Gemüter, wir sind Voxai, doch diese Stille, sie macht uns zu schaffen. Was hat der Noct-Clan davon, das Hohe Gemüt zu blockieren?
Ich weiß es nicht. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir so gemütlich mal denken hören können. Es ist einfach schrecklich. Wie könnte es mit nur gestört worden sein? Ich muss sie fragen. Oh, ich kann ja nicht. Mein Fehler. Ich weiß es nicht. Ich bekomme keine Antwort. Wir wollen sehen, was wir tun können. Hab Dank. Oh, wenn man bedenkt. Die Rettung der Gedanken eines Voxeis in Händen niedriger Gemüter. So, für alle, die jetzt rumfragen. Ironie. Ja. So, ich erkläre mal ganz kurz, damit alle wissen, was ihr niedriges Gemüt ist. Das, damit sind die Leute gemeint, die, sagen wir mal, frei von der Kontrolle des hohen Gemüts stehen. Wie wir. Das niedrigen Gemüter. Ja. So, da hat die Frage beantwortet. So, und wir machen jetzt schnell die Quest. Habe ich da gerade gesehen, dass wir ein Zora-Schild bekommen haben? No. Warte, Sonic, sind es etwa Nocturne-Speer? Die sind vielleicht diejenigen, welche Größer vorhin gesehen hat. Ich frage mich, ob die irgendwas mit dem Problem von Größer mehr zu tun haben. Nein, bestimmt ne. Ne, überhaupt nicht. Aber wir haben was bekommen, ein Schild. Wen können wir dem denn geben? Hm. Ich würde sagen Knuckles. Der hat echt schwache Death. Ja. Der frisst Schaden. Hm. Na denn? So. Attacke! Bäh! Bäh! Unterhalt, bäh. Wie sonst was? Zerstörungsbitch! So. Oh! Scheiße! Wir wollen davonlaufen, nickt mit uns! Ich glaube, wenn wir sie kriegen, verlieren sie eine Runde. Oh je. Ich glaube, wir müssen schon. Wir mussten sie fangen, weil hätten wir das nicht gefangen, hätten wir vielleicht gehabt und die Quest wäre gescheitert. Forever. Doch, wirklich, nicht forever, oder? Doch, ich hab's glaube ich einmal hingekriegt. Konntest du die Quest nicht mehr versuchen heute starten, nachdem du die Galaxie wieder verlassen hast? Nee. Die ist wie gescheitert. What? Und das kommt mir wie ein Spielefehler vor. Yep, ist es auch. Die gehen ja nie davon aus, dass die abhauen. Die haben vergessen, auf Gefangen zu setzen, den Kampf. Oder die wollen spannend halten. Komm, noch einer. Na bitte. Verfickt in die Fresse. Kein Ding für uns. So schwer waren die gar nicht. Ich glaube, diese Maschine war der Grund für den ganzen Ärger, der ja größtenteils der Familie so zu schaffen gemacht hat. Können wir sie nicht vielleicht mitnehmen? Sie können uns doch eventuell nützlich werden. Glaube ich nicht. Sie scheint hier wie irgendwas auf dem Fleck zu stehen. Dann schalte ich sie mal aus. Gemacht. Damit sollte es eigentlich klappen. Erzählen wir Größeres die Neuigkeit. Wenn wir ihn sehen. Wir haben aber jetzt erstmal vor, ein bisschen Story zu machen, damit wir... Ja. Weil dann lohnt sich das wirklich. Wir haben schon alle Schau-Eier. Sehe ich erst jetzt. Ja, die anderen kommen auch noch. Und eine Tafel kriegen wir auch noch gleich in die Hände geschmissen. Mhm. Aber zuerst machen wir ein bisschen Story, weil dann passt das perfekt mit dem mit unserem Weg. Dann können wir Größeres nochmal treffen. Wir müssen nochmal lang. Genau. Was passiert wohl? Das geht einer durch! Scheiße, Amoklauf! Nein, kehrt um, niedrige Gemüter, kehrt um! Wer bist du? Ich heiße Tepes und du bist Sonic the Hedgehog und das sind deine Freunde. Fürs Erste jedenfalls. Was meint er mit fürs Erste jedenfalls? Ja. Gut. What the So. Feinde des ich muss schon wieder schallen. Du solltest Kopfhörer tragen und nicht den Lautsprecher nutzen. Das sind keine Lautsprecher, das sind Kopfhörer. Hä? Und warum höre ich mich dann nochmal selbst, wenn ich laut bin? Naja, was glaubst du, was das für Kopfhörer sind? Auch egal. Feinde des Nocturne-Clans sind hier nicht willkommen. Wenn euer Freiwill lieb und teuer ist, solltet ihr jetzt gehen. Aber diesmal von der positiven Seite, so kann ich wenigstens besser synchronisieren. Wenn ich merke, es wird asynchron. Hm. Der beste Trick des Menschen. Außerdem hört man das ja schwach. Okay. Was ist hier los? Ich kann nicht, es geht nicht. Tut mir leid, ich fühle mich so verloren. Aber ihr, solch Bestimmung. Ihr sucht nach dem mächtigen Edelstein. Ja, die Chaos Emeralds. Die großen Emeralds, die das Hochgemüt ermächtigen. Ich weiß, dass das hohe Gemüt in euch her ist. Nur Gedanken erzählen mir von den Schinsen im Sektor Skeller und die Zonenjacke wieder versöhnt.
Ich glaube, wir können einander behilflich sein. Ihr bekommt eure Chaos mit und die Voxai bekommen ihre Freiheit. Kommt zu mir nach Hause, wir schmieden Pläne und schauen, was wir als nächstes tun. Wird das Sogemüt verfolgt? Sogemüt weiß, dass ihr hier seid, aber kann euch nicht finden. Noch nicht. Vielleicht schützt euch euer Emerald von seiner Macht. Er wird euch nicht für immer beschützen, aber ihr seid weit vom Hohengemüt entfernt. Ihr solltet momentan in Sicherheit sein. Ja, dann treffen wir dich bei dir zu Hause. Sehr vorsichtig, das Hohengemüt kann durch jeden Voxai agieren. Ihr kennt den Feind erst, wenn es zu spät ist. Er verlässt uns, er fliegt Richtung Südosten. Dort muss sein Haus sein. Was für merkwürdige Person, Manta-Rochen, Quallending, was weiß ich. Er scheint sehr einsam zu sein. Wir müssen ihm helfen. Er ist vielleicht unsere beste Chance, an den Chaos Emerald zu kommen. Unsere beste Chance, dem Hohengemüt zu entwischen. Ich glaube, von nun an werden die anderen uns attackieren. Noch nicht. Wir werden noch attackiert. Siehst du, das ist noch ganz normal. Das Hohengemüt will noch nichts von uns. Wir sind halt zu beschissen dafür. Nicht Spaß. Wow. Sorry. Deinen Ring hast du da übersehen. Die kommen noch. Ich weiß, was ich tue. Okay, wie du meinst. Du redest hier mit dem größten Skiller der Menschheit in Sonic-Spielen. Die Stimmen, ich kann sie wieder hören. Aber sie klingen anders. Früher hörte ich nur noch mit Raschdecke, doch nun wurden sie zu harschen Befehlen. Wir haben's gern getan. Ihr habt meine Familie von der schaurigen Stille befreit. Ich bin wieder verbunden. Alles, was die Voxai wissen, weiß ich nun auch. Ich habe euch noch was für euch. Ja, Sogemüt befürchtet, dass Thebes etwas in seinem Haus versteckt. Etwas, das dir gefallen könnte. Schau dich in Thebes Haus um, wenn du willst. Ich weiß nicht, wie ich euch für eure Hilfe danken kann. Alles Gute im Kampf gegen Lord X und passt auf die Blasen auf. Welche Blasen? Blasen? Keine Ahnung. Ich habe echt absolut gar keinen Schimmer, was er meint. Oh, jetzt kann er nur Sonic. Shadow hat nicht Speed 3? Nö, hat er nicht. Hell? Ich glaube schon Speed 2. Tja, too weak for me. Ja, da war Shadow gleich schnell wie Sonic. Oh, okay, ja, gleich den Ring unterwegs geschnappt, ja. Und gut, dann haben wir alles. Und da ist die Tafel. Ich glaube, hier ist nichts. Halt, warte da! Thebes Vorläufertafel! Er wollte es bis sie haben. Wenn wir zu Konkoni zurückkehren, kann er es doch uns wieder helfen. Klar, aber erst später. Jawohl. Jetzt kommt Thebes. Willkommen, komm da rein. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Also, was geht denn hier ab? Ach, Sonic, es ist furchtbar. Wir Voxai waren einst ein friedliches, sorgloses Volk. Jahrhundertelang motivierte uns das Hulk mit zu großen Taten. Aber vor nicht allzu langer Zeit tauchten die großen Emeralds auf. Und alles wurde anders. Die Motivation des Hohengemüts wurde zu Befehlen, die keinen Widerstand zuließen. Ich hoffe nicht, dass ihr uns dabei helfen könnt, dass alles wieder so wie früher wird. Was ist die letzte Antwort nochmal gewesen? Dass wir nur wegen den Emeralds hier sind. Nö. Du meinst sicher die Chaos Emeralds, richtig? Ja, natürlich. Ich sehe, dass sie aus eurer Welt gestohlen wurden. Meinetwegen können sie ruhig dorthin zurückgebracht werden. Aber die großen Emeralds sind der Grund für die Vorherrschaft des Hohengemüts. Er wird sie nicht so ohne weiteres aufgeben. Warum nochmal die Frage? Keine Ahnung. Was ist passiert, als die Emeralds auftauchten? Das Hohengemüt erteilte uns früher mentale Aufträge, sodass wir wussten, was jeden Tag zu tun war. Jeder Voxai kannte seine Bestimmung und alle arbeiteten zusammen. Aber den großen Emeralds ist das Hohengemüt in der Lage, unsere Gedanken zu kontrollieren. Sie machen keine Vorschläge mehr, sondern geben Befehle. Das ist ja schrecklich. Und wie wehrst du dich gegen das Hohengemüt? Als das Hohengemüt anfing, unsere Gedanken zu steuern, setzen sich einige von uns zur Wehr. Wir Voxai haben einen starken Willen. Wenn wir uns etwas vornehmen, schaffen wir es für gewöhnlich auch. Ich nehme an, dass die Freiheit manch wichtiger als anderen ist. Das sind die wenigen, die sich wehren. Und was können wir... du scheinst sehr einsam zu sein. Okay. Das bin ich. Und jeden Tag werden mehr von uns zu niedrigen Gemütern. Ich glaube, ich finde langsam eine neue Bestimmung. Und was können wir tun? Die Großen werden in der Kolonie Alpha, unsere Heimatwelt, aufbewahrt.
also Gemüter vor ein Jahr zu bringen in die Kolonie Beta. Wenn das gelingt, verlieren wir unter Umständen unsere Widerstandskraft. Aber wenn wir das verhindern, können wir den Emerald an uns nehmen. Und die Betaner von der Kontrolle durch das hohe Gemüt befreien. Was ist die erste Frage? Zwar, die haben wir schon mal. So, was war die letzte? Soll ich jetzt... Das wollen wir wissen. Können wir die Kolonie Alpha nicht direkt angreifen? Nein, euer Schiff kann nirgends landen und der Teleporter zur Kolonie Alpha ist psychisch gesperrt. Selbst wenn ihr es dorthin schafft, werdet ihr ohne den Schutz eines großen Emeralds der Kontrolle des hohen Gemüts ausgeliefert. Da machen wir eben loslegen. Na, dann legen wir halt los, ne? Der Großmann wird in kurzer Zeit in die Kolonie Beta gebracht. Wir müssen schnell sein, wenn wir ihn uns zurückholen wollen. Hey, warum wechseln deine Freunde die Farbe? Was? Nein, man hat mich gefunden! Voxai Thebes, du wirst des Widerstands gegen das hohe Gemüt beschuldigt. Bleib, wo du bist, wenn du am Leben bleiben willst. Oh nein, schnell lauf weg, Sonic! Dumme, niedrige Gemüter, weglaufen vor dem hohen Gemüt ist zwecklos. Ach du Scheiße! Wow. Noch von hinten! Ein Hinterhalt! Ein schwuler Hinterhalt. Ja, die vergiften vor alledem noch. Die haben AIDS! Oh Gott! Ich will nicht wissen, was die jeden Abend machen. Aber, da merkt man halt, wenn man die Möglichkeit bekommt, noch mehr Macht zu erlangen, dann, verdirbt das den Charakter. Und so war es beim hohen Gemüt nicht anders. Übrigens, das hohe Gemüt hat einen Fehler gemacht. Ja? Der Fehler war es, die Rolle der Machtgehalte zu übernehmen. Dafür werden sie büßen. Ich werde sie umbringen. Genau. Ich werde sie so töten, dass sie kein Leben mehr haben. Man merkt den Verteidigungsschub bei Knuckles. Andere haben mehr Schaden erlitten als er. Ja, und die schweben. 112. Oh ja, perfekt. Jetzt kommt der die Klinge. Ja. Zeigst du den Shade. Der ist raus. So, Nummer 1 ist raus. Wir haben noch eine Power-Aktion übrig. Genau. Ach, Scheiße. Platt. So, der hat erstmal sein Fisting bekommen. So wie sie es gehört. Und es sind noch 2 Angriffe übrig. Okay, der nächste ist auch raus. Hm. Es hat nur noch einer. Vor allem aus einem Hinterhalt der Gegner wird ein Gegenangriff von uns. Genau. Einmal hier, einmal da und... Knuckles schlägt die einfach weg. So, geh weg mit deinem AIDS. Aber zum Glück ist hier anscheinend der AIDS heilbar. Denn nach dem Kampf haben sie keinen mehr. Oh nein, meine Freunde. Das Hohegemüt muss ihn einmal bereits umgesiedelt haben. So hat es die Kontrolle über meine Freunde ergriffen. Wir müssen schnell sein. Ich werde nachsehen, wer sich noch gegen mich gewandt hat. Was ist das Rufzeichen? Naja, wir wollen eigentlich nur zoomen. Passe! Okay. Pass auf dich auf, Thebes. Um mich braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich bin nicht gewohnt, hier gesehen herumzuschleichen. Viel Glück, meine Freunde. Na dann weg hier. Auf einem XP. XP-Bounty! Was ist mit der Truhe? Die ist schon leer. Was? Die ist aber zu. Da, die war von Anfang an zu und das ist immer noch. Die haben sie ausgeleert schon. Da war die Tafel drin. Okay. Verstehe das Spiel nicht. Oh Gott, nein! Schon wieder? Was ist denn da los? Die hacken! Wo ist ein höheres Level als Sonic? Und das macht sie zum Vorteil. Sonic ist gerade mal Level 17. Wir können zwar ja hardcore trainieren, wären dann vielleicht Level 18, 19, aber na gut. Ich überlege mir gerade eine Strategie oder irgendwas. Was könnte man machen? Ich hab's.
Ich werde speichern. Mit den Vieren werden wir schon fertig. Ich habe eine ganz coole Idee. Aber... Und zwar, wenn wir ein paar Banden nach dem Speichern einen Safe-State reinhämmern und den Safe-State einfach mal so rumstehen lassen, wir spielen einfach bis durch und falls ich XP kriegen sollte, kann ich einfach nochmal Safe-State laden, kann die nochmal eine verprügeln, krieg haufenweise XP und dann sind wir perfekt vorbereitet für den Final Fight. Okay. Wir werden sie alle wegfisten. Aber das wiederum sollten wir machen, sofern wir die Galaxie durchhaben. Wir schaffen das locker. Wir machen jetzt gleich in die Alpha rüber, also hallo die Alpha, wir sind eine halbe Stunde damit durch mit Alpha, dann kommt dann der Boss und dann ist es vorbei. Mit Kapitel 9. Wir können das alles in zwei Parts erledigen. Also das, ich kenne die Alpha, die ist schnell schaffbar. Wenn man sich nicht gerade kosmischen Gegner fällt. Hauptsache, dass wir das noch schaffen, weil... Ja, ich erkläre es euch warum. Ich bin leider auch zeitlich wieder ein bisschen eingeschränkt. Und zwar muss ich vorstellen, ich habe jetzt seit 4 Tage keine Möglichkeit mit ihm aufzunehmen, er hat selber zu tun. Okay. Ich frage mich zwar auch immer noch, warum er es nicht schafft, mal 10 bis 11 Videos am Tag zu produzieren und hochzuladen. Was? Das ist für mich doch. Ich muss vorher arbeiten den ganzen Tag. Am Wochenende? So. Ja, aber ich kann nur aufnehmen, aber nicht gleichzeitig produzieren und hochladen. Ich kombiniere Aufnehmen mit Hochladen und dann rendere ich. Das ist so echt, das ist die beste Kombination, wenn du hochlädst und gleichzeitig aufnimmst. Das stört erstens dich und zweitens hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ja, ich hab. Aber ich wenn ich da gerade Aufnahme anfange, eine Aufnahmesession, dann will ich dazwischen doch nicht rendern. Ja, aber das kannst du nicht. Ja, aber das Hochladen wenigstens, das geht. Ja, aber da könntest du mir höchstens ein oder zwei Videos davon hochladen. Wenn ich am Ende des Tages oder nein, weil ich nehme. Ich bin den ganzen Tag mit der Aufnahmesession beschäftigt und erst in der Nacht komme ich dann zum Rendern. Verstehst du? Ach so. Und bei dem, was ich alles habe, da dauert es halt eine Zeit. So, ich muss mein Team schnell wechseln. Weil mit dem Team können wir auch nicht in die Kolonie rüber. Weil wir müssen nämlich Amy mitnehmen zwingend. Das sind wieder Kisten zu zerbrechen, die nur Amy aufbrechen kann. Wundert mich, dass es Knuckles nicht schafft, obwohl der stärker ist als Amy. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt den Part. Im nächsten Part geht's rüber in die Alpha. Und den Schau werden wir auch erst im nächsten Part enthüllen. Also Kommentare werden nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Und Emerald Control.